Hey Leute, Mario, willkommen zu meiner Folge von Shellshock Live zusammen mit Dufix. Halb. Ich habe 20 Sekunden eingestellt für also wir müssen schnell sein. Oh nee. Do you have any idea how fast I am? Ja, wir spielen mal wieder Shellshock Live, wurde sich ja 2-3 Mal gewünscht. Und das Spiel kriegt ja auch ein ganz riesiges Update dieses Jahr, es wird riesig. Richtig. Warte, echt? Oh, mein Schuss. Naja, ich lese es halt immer in den Kommentaren. Bardo, spiel nochmal Shellshock Live, das kriegt das mega krasse Update dieses Jahr. Ich denke mir so, ja... Gab letztes Jahr auch ein riesiges Update, da kamen glaube ich 2 Waffen rein, wovon eine scheiße ist und die zweite habe ich noch nicht einmal gesehen. Aber wir gewinnen jetzt jede Runde. Schon mal jetzt Ansage. Ansage an richtiger Kevin. So, hast du irgendeine gute Waffe, irgendeinen Combo-Move oder sowas? Ich habe nochmal die Züge. Oh, das ist natürlich stark. Das ist natürlich immer schön zu sehen. Ich hab den Bouncy-Ball und ich schieße den nach rechts. Ah, sehr schön. Oh, das freut mich, Kevin. Danke. Mhm. Dafür... Treffe ich dich jetzt nicht? Ah. Stimmt, du warst immer der Lucky Guy mit dem Bouncy Ball. Hätte getroffen, wäre ich vielleicht ein bisschen gehypt gewesen. So bin ich jetzt einfach nur ein bisschen traurig. Du hast ja noch gespielt, du hast ja mehr Erfahrung. Du musst mich wieder reinführen in die Welt. Was hat sich getan, seit ich letztes Mal gespielt habe? Was hat sich verändert? Na, es gibt weniger Leute, die es zocken. Okay. Cool. Aber ich halt immer noch das Pech mit der Nuke, was mich halt echt stört. So, ich hab die nie, wenn ich in einem Stream spiele, wenn ich in einer Aufnahme spiele. Die kommt einfach nicht. Ja. War aber auf jeden Fall ein starkes Verkaufsgespräch von dir jetzt. Ich hab mir vorgestellt, wie du so irgendwie der Marketingmann vom Spiel bist. Ja, hat sich nichts getan, die Lobby sind leerer und irgendwie macht's weniger Spaß. So ein richtig krasses Verkaufsgespräch. Oh, der Schuss ist aber nicht schlecht, Kevin. Spiel. Ja, aber dieses Jahr kommt ein richtig krasses Update raus. Ein Port für die Nintendo Switch. Wahrscheinlich. Stimmt, hat er angekündigt, ne? Hat er? Ich meine, das habe ich gelesen. Komm, ich gönn dir. Ich wechsle das Team, ich bin jetzt Team Rot. Damit Kevin noch eine Chance hat. Ich bin jetzt kurz Team Rot. Nein. Team Rot. Den hast du doch. Den hast du doch am Sack. Oh Gott. Das ist sogar ziemlich gut. Ja. Ich glaube, einmal treffe ich. Warum tust du das? Ja, Mann. Team Rot. Vorhin mal 3-4 Runden gespielt. Und in jeder Runde war einer, der meinte, Bardo, du bist der Echte. Ich habe irgendwie auf Spanisch geantwortet. Ich kann halt kein Spanisch, aber habe halt irgendwelche Wörter geschrieben. Und willst du den killen oder soll ich? Ich versuch's, aber killen. Du bist eh schneller da als ich. Bam. Also. Oh, ich gehe auf dich. Oh. Erfolge. Wo ist mein Schuss? Ah, da. Oh. Okay, ich mach's jetzt easy, ich geh einfach hier hin. Ich beende das jetzt. So. Nein, tu das nicht. Bumm. Aber überlebt er es? Ich glaube, überlebt es. Du musst ihn auch treffen, glaube ich. Ich glaube, ich mach nur 25 Schaden. Ich habe es nicht ganz ausgerichtet. Okay, ich schieße da auch irgendwo mal hin. Ja. Irgendwie wird das. Oh. Ja, vielleicht hätte ich ihn noch gehabt. Ja. Wie viel Erfahrung kriegt man pro Runde? Irgendwie 50? Wie viel Erfahrung brauche ich fürs Level Up? 3000 oder so? Ich weiß nicht. Oh, ich weiß bisschen, nicht. Aber die Map mag ich. Die hat was mit diesem. Ja. Aber jetzt haben wir wenigstens eine richtige Runde. Jetzt, ab jetzt beginnt's. Das eben war auf dem Match. Beginnt das Video. Ab jetzt beginnt's, ja. Hey, warte, los geht's. Zusammen mit Maxify. Hallo! Wobei du kannst nur gut Snally Snides nachmachen, war das, oder? Oder Danny Justin war das. Das war der Talent. Nein. Oh, Kaktus! Kaktus in 2020! Ja, Mann! Shellshock Live! Aber es kam halt auch irgendwie keine neuen Spiele raus, das Ding. Shellshock Live ist das frischeste Spiel, was mir jetzt eingefallen ist zum Spielen. Ja? Und das Spiel ist von 2015? 16? Ja. Aber ich habe noch gesehen, es gibt noch ein neues Spiel mit so kleinen Männchen, die Minispiele machen müssen. Oh, da gibt's Pummelparty, meinst du? Ja. Das ist ganz gut, tatsächlich. Ach so, ich hab's schon gespielt, okay. Das Spiel tut mir so ein bisschen leid, weil eigentlich ist es ja ein Spiel, was gut ankommen würde auf YouTube, aber sowas Ähnliches gab's halt schon 20 Mal vorher, deswegen ist das so ein bisschen außen vor, glaube ich. Greifen wir Kevin an oder Theo? Ich glaube, ich bin nicht in der Lage, irgendwen speziell anzugreifen. Ich schieße einfach auf die andere Seite des Berges und mal schauen, was passiert. Okay. Mehr Vertrauen. Okay, dann greife ich Kevin an. Theo. Oh. Was war das? Dachte. Was war das für ein Schuss? Rocket Fire. Wieso habe ich das nicht? Ach, den Safe-Treffer. Ich mache kein Risiko, Leute. Theo TV. Weiß ich nicht.
Das ist bestimmt irgendein Twitch-Streamer. Das ist vielleicht gerade live auf Twitch. Das gibt's aber nicht mehr, ne? Früher wurden ja die besten Livestreams immer unten im Spiel angezeigt. Das gibt's nicht mehr, oder? Stimmt. Stimmt. Das waren immer so 2 Zuschauer, 1 Zuschauer, 0 Zuschauer. Ja, deswegen haben die es auch rausgenommen. Ja. Vorwärts! Vorwärts. Ich treff nicht. Soll ich einen schweren Schuss rausholen oder einen leichten? Schon schwer jetzt eigentlich, ne? Schwer, oder? Also schon schwer, ja, meine ich auch. Zeigen, was ich gelernt habe. Natürlich. Schon schwer. Schon schwer jetzt. Schon schwer. Schon relativ schwer. Schon. Meiner geht jetzt noch so ein bisschen von der Schwere, aber. Oh, ja. Oh! 10 Schaden. Okay. Ja, war schlecht von uns. Ich finde auch doof, dass wir Kevin gekillt haben. Weil Kevin hat uns ja erkannt. Ich frag mal, Kevin, willst du jemanden grüßen? Ich gebe Kevin die Möglichkeit. Aber. Okay. Ja, dann Kevin, los! Kevin, los! Was? Was Kevin? Überlegt jetzt. Ach, Xeo ist auch deutsch! LOL! Oh nein, jetzt habe ich deinen Schuss damit verhauen. Ist egal. Er grüßt Tammo, Nelio, Bennett und Jonas. Ey, sorry Kevin, geil. Aber die ersten 3 Namen klingen ausgedacht. Oder heißen Kinder, Menschen inzwischen Tammo mit Doppel. Ja, kann ja sein. Tammo. Na gut, Tammo ist ein guter. Ich kann nicht treffen, in Schwarzen Loch. Hast du von diesem spanischen Paar gehört, die ihre Kinder Corona und Covid genannt haben? Oh, war das erlaubt? Ich weiß nicht, ob es erlaubt ist. Das ist das Ding. Theo grüßt deine Katze. Das ist okay. Oh, 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 oh! 60 Schaden. War ein Treffer. Timo. Ist auch irgendwie komisch, dass ich immer denke, wenn einer in die Lobby kommt, der kennt uns bestimmt. Als ob wir so irgendwie... Timo und Timmifi? Timmifi, ist beide deutsch, Baden-Württemberg. Oh. Hab gerade auf Steam Profil geguckt. Timmifi klingt wie... Warte. Das sind jetzt 2 Level 90er. Oh. Oh. Oh nein. Timmifi klingt wie Maxifys Zweit-Account. Nee. Und wir waren waren wir gut zu Highlight-Zeiten? Das Highlight-Zeit schnell ist auch schon... Oh, ouch. Ouch. Aua. Nee. Ist jetzt oh nein. Oh nein. Was? Nicht. Oh. Nein. Ich hab mit Zügen verfehlt. Wir haben das geschafft, hast du noch nie zuvor geschafft. Level 90, Hype. Und warum habe ich die Rakete nicht? Das ist ja auch ein Safe-Treffer anscheinend. Ist die neu? Ja, die schon, aber die ich letztes Mal hatte, nicht. Ah. Kennt überhaupt noch wer Detox? Ist das schon nur eine Legende? Ich glaube. Oh. Ich habe Züge. Greifen wir Timmifi an? Lass mal einfokussen, das kann unser Triumph sein. Ja. Gut. Dann ziele ich wirklich so, dass ich treffe. Ich ziele jetzt 1 Millimeter nach vorne, nur um sicher zu gehen, dass ich treffe. Oh, da geht er dann zu kurz. Nein, nein, der trifft. Meine Züge gehen ja durch, ne? Mich trefft nicht. Doch. Nee. Wir besiegen die aber einmal und einmal gibt es eine Atombombe. Das wird passieren. Ey, Timmy fällt nur noch 150 Leben, das ist nichts. Das haben wir gleich weg im nächsten Zug. Wenn die nicht schießen würden, würden wir es schaffen. Aua. Mann. Ach, da unten noch ein... Ja, super. Ich treffe jetzt mit einem Pixel. Macht viel Schaden. Ich habe halt legitim nichts Starkes. Meine stärkste Waffe ist der Pixel. Das macht 30 Schaden. Hast du irgendwas Besseres? Soll ich einfach auf Timo gehen? Da habe ich wenigstens seine Route irgendwie. No! Timmifi muss sterben. Ich treffe ihn nicht. Geh das auf Timmifi. So das ist so dumm gelegen. Du triffst den. Ich vertraue. In einen Schuss gehe ich auf ihn. Ich will auch Damage machen. Achso. Okay. Gut. Nice. Oh. Oh. Eine göttliche Fügung. Oh. Ich bin oh. 107 Leben, das hast du. Das hast du. Ich knall den jetzt weg. Das hast du. Ah, Monde. Du hast ihn da unten noch getroffen. Richtig gut geschehen. Auch. Ich bin tot. Nein, es sind noch so wenig gefehlt. Aber die Antworten nicht. Sind keine Fans. Keine Gesprächigen, ne? Ja, die sind nur da, um es zu gewinnen. Fährst du nach oben, ich nach unten? Ja, ne? Ja. Ja, können wir machen. Ja. Ja. Okay. Viele mittelgute Waffen, aber keine richtig starke. Ich habe viele gute. Ich setz mal dann. Gehen wir auf Timo? Ja, komm. Gehen wir auf Timo. Sehr schön. Diesmal treffe ich, glaube ich. Es sei mein Schuss liegt zu weit. Ja, nee. Aber. Nice. Krakatauer!
Bam. Oh! Sehr schön. War nicht schlecht. War nicht schlecht. Oh, das schwarze Loch beschützt. Glaube ich keinen von uns, oder? Doch mich nur ein bisschen. Ja, das oh, er fährt vor. Okay, ja, okay. Und da, das war's. Ja, hast du vielleicht eine gute Waffe noch im Köcher? Ja, ich schieße halt das Beste, was ich noch hab, weg. Ich glaube, ein Zug. Das ist so OP. Oh. Oh, never mind. Lol. Lol. Bin noch voll drin? Ich setz mal die Hexe ein. Berg schieße dann, okay. Hexe. Hype. Oh. Oh. Na, ne. Hm. Nice. Ich weiß nicht, ob's die ist, die halt so automatisch zum Ziel fliegt. Dark Shadow. Okay, wir können ihn killen, wenn wir jetzt beide treffen. Dark Shadow. Ich glaube, der stirbt. Come on. Come on. Genau in die Mitte, wo es keinen trifft. Nein. Das hätte so gefetzt. Der eine wäre tot gewesen. Oh. Ich überlebe. Stimmt, der hat Lag. Der hat im Schreiben. Kannst du Timo killen oder soll ich Timo killen? Ich gehe auf beide, glaube ich. Ich gehe, glaube ich, auch auf beide. Das heißt, wir treffen beide einfach keinen. Ja. Gut. So. Oh nein. Ich treffe schon mal nicht. Ich treffe, aber nicht essentiell genug. Nein. Perfekt. Cool. Cool, er hat 7 AP. Nee. Dann wenigstens schon mal einen weg. Yes. Und dann kannst du ja deine Super. Wieso will ich eigentlich immer beide treffen? Okay. Oh, hat oh, was? Alter, 40? Richtig gut. War richtig gut. Ich kann das holen. Holst das? Ich habe noch gute Waffen. Wie viel hat er noch? Wie viel hat er noch? 135. Ja. Drei Runden. Ich habe noch Megabilder. Ich habe noch diesen Flieger. Okay, dann eher ich habe noch Spotter. Er verfehlt. Flugbahn so. Von Shellshock liegt in deinen Händen. Komm, roll. Oh. Hm. Bitte einer. Okay. Sehr schön. Okay. Ich hol das für uns. Er sniped. Ist egal, was er macht. Okay. Come on. Ist der Spotter? Ich weiß nicht, ob ich ihn das Ending habe. Ich hab einfach jetzt mal gezielt. Ja, komm. Es reicht nicht. Da müssten irgendwie 3 Kritten oder so. Jetzt war immer das Timo aber gesprächig. Jetzt, wo ich aufs Spiel konzentriert bin, will er labern. Okay. Sich ablenken. Ein Zug noch. Ein Treffer. Der muss nicht stark sein, ein Treffer. So gespannt war ich seit 2017 nicht mehr. Fahr ran. Geh all in. Was mache ich jetzt? Soll ich... Ich habe 3D-Bombe, das killt ihn, ne? Aber wie aim ich 3D-Bombe ist... Ja, doppelt so weit, wie man aimt, geht das immer, ne? Das geht einfach durch alles durch. Ja, aber es geht... Soll ich 3D-Bombe einsetzen oder Granate oder sowas? 3D-Bombe, komm. Ja, Mann! Ja, wir haben gewonnen! Wir haben gewonnen! Wir sind die Besten! Ungeschlagen! Wir sind ungeschlagen! Wenn das Update rauskommt, werden wir es natürlich nochmal suchten. Es sei denn, das Update ist halt Müll. Dann vielleicht nicht. Schaut mal bei DuFix vorbei, da kommen krasse FNAF-Theorien. Und bis dahin, Leute. Abo wäre auch cool. Cool, danke. Ciao. Hype.